So, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Le Forest. Da sind wir nun wieder. So, es ist gleich Schlafenszeit, so wie ich das wieder mal sehe. Und heute kommt der Hole Cutter mal zum Einsatz. Huch. So wie ich es gerade gesehen habe. Und wir machen mal unsere tägliche Aufgabe, ne? Oder, ja, was ist tägliche Aufgabe? Also, einfach, ja gut, den Kopf einfach mal wieder aufmachen. Der schließt sich ja immer wieder. Was ist das? Warte mal, wir machen das mit dem Haukater jetzt noch schnell, solange es noch hell ist. Ne. Ich glaube, es ist gerade im Busch, ne? Ja, weil sobald es ja dunkel ist, ist er doof, ne? Ich muss den erstmal finden. Wo war denn der? Da ist er. Da müssen wir ein bisschen gucken. Ich hoffe, das passt. Scheiße. Moment. Das war ja nix. Das machen wir gleich nochmal neu. Ja, das ist schon scheiße irgendwie. Jetzt muss ich mal überlegen, wie ich das hinbekomme am besten. Naja, wir haben ja noch ein paar Versuche. Dann nutzen wir heute mal den Part, um, ja, da ein Loch reinzubekommen. Und wie wir sehen, es wird nicht einfach. Das wird überhaupt nicht einfach. Ja, gut. Dann bauen wir halt die Treppe nochmal neu. Ich glaube, anders geht es auch nicht. Sind wir mal ehrlich. Zumal ich ehrlich gesagt auch schon lange nicht mehr mit einem Hole Cutter gearbeitet habe. Ja, immer die roten Sachen. Da merkt man schon, dass es schon ein bisschen her ist, dass ich mit dem Ding gearbeitet habe. Ja, kriege ich das noch irgendwie hin? Ja, es ist zwar nicht das Schönste, aber irgendwie habe ich schon irgendwie hinbekommen. Da machen wir die Treppe halt nochmal neu. Wir müssen ja sowieso nochmal schlafen gehen jetzt. So. Also. Halli hopp. Ja. So, dann öffnen wir den Koffer nochmal. Weil wir nichts Besseres zu tun haben hier. So, okay. Ja, warte mal, den Grill brauche ich, glaube ich, erstmal gar nicht anmachen. Ja, ich warte mal lieber noch kurz, bis es richtig dunkel wird. Ach, was ist denn mit ihm los? Guck mal. Ja, und ausgerechnet, wo ich zuschlage, läuft er weg. Alles klar, ne? Das macht auch wieder Sinn. Aber davor ist er die ganze Zeit gegen eine Alpha-Wand hängen geblieben. In dem Moment allerdings leider nicht. Ich fress mal ein bisschen unser Inventar mal leer. So. Okay, dann machen wir die Treppe halt nochmal neu. Ist doch kein Ding, ne? Wir haben ja Zeit. Gut. Ja, dann können wir nämlich auch schon mal den, ja, mit dem oberen Teil anfangen. Da hatte ich, glaube ich, schon so eine Idee, wie ich das da bauen würde. Ehrlich gesagt, rechne ich auch heute wieder mit Besuch. Ach, guck mal, ist es nicht schön, wenn man ja früh morgens aus dem Bett aufwacht und dann aus dem Haus rausgeht? Ja, sieht man nicht nur ein kaputtes Flugzeug, sondern auch sehr viel Schrott vor der Tür. Das ist doch wunderschön, ne? Vor einer Müllhalde zu wohnen. Also, ich glaube, besser geht's nicht. Also, ich glaube, da hat er sich die beste Wohnung der Stadt ausgesucht, der Typ. Denn auch dieser miefende Geruch immer jeden Morgen. Lecker. Ach du meine Güte. So, Timmer.
Und gleich nochmal Timber. Jupp. Und alle guten Dinge sind natürlich drei. Der wäre auch noch. Ja, das Haus werden wir natürlich in dem Part nicht fertig bekommen. Ich denke mal, im übernächsten oder so. Mal gucken. Das weiß ich noch nicht. Aber das Lager wird an sich ja noch nicht fertig sein, weil ich ja nochmal... Ja, ich möchte gerne noch ein bisschen was machen hier. Aber wir können auch... ja, meinetwegen auch ruhig... Da leckt es wieder. Aber wir können ja meinetwegen auch nochmal zwischendurch nochmal ein bisschen was erkunden gehen. Höhlen zum Beispiel, die Insel, ja, und vieles mehr. Zumal ich auch nochmal in das Hauptdorf gehen möchte. Da waren wir noch gar nicht gewesen, ne? Nö, scheinbar nicht. Das ist halt die Karte mittlerweile. Da waren wir noch nicht gewesen. Also müssen wir hin. Einfach ein bisschen, ja, ein bisschen Fanta holen, ein bisschen Dynamit. Ja. Und dann können wir nämlich schon mal Pistolenteil ja schon mal besorgen. So, und für hier oben habe ich tatsächlich mal eine geile Idee. Ja, dafür brauche ich das Teil. Für eine etwas andere Dachterrasse mal. Ja, damit das nicht immer so dieselbe Form hat, machen wir es mal ein bisschen anders. Machen wir mal so hier. Ja. Ja, guck mal. Das sieht doch, glaube ich, ganz nett aus, oder? Ist mal ein bisschen was anderes. Ich denke mal, so kann man das auch machen. Und da würde ich, glaube ich, mal eigentlich eine Brücke machen, habe ich doch, glaube ich, letztes Mal gesagt, ne? Ja, irgendwie so. Ja, aber das gefällt mir hier ganz gut. Da würde ich hier die Tür machen. Ja, noch ziemlich ruhig. Ja, wir sind ja auch gerade bei Tag... Weiß ich gar nicht. Tag 4. Ja, ja, also es dürften jetzt eigentlich schon ein paar mehr Leute rumrennen hier im Wäldchen. Okay, 64 Baumstämme. Das kriegen wir... Ach, das kriegen wir in dem Part garantiert nicht fertig, oder? Ja, wo wir uns beeilen, könnten wir das vielleicht noch fertig bekommen heute. Ansonsten machen wir das halt im nächsten Part noch schnell. Und da längst liegt tatsächlich noch ein Gucci-Koffer, der mir nie aufgefallen ist. Wer hätte das gedacht? Der ist mir tatsächlich wirklich noch nie aufgefallen. Nur der da vorne, aber der noch nicht. Muss ich gestehen. So, dann nehme ich noch den Baum. Das wäre krass, wenn an Tag 1 zum Beispiel schon Mutanten spawnen könnten, ne? Ja, es geht bestimmt mit irgendwelchen Mods, glaube ich. Boah, auch apropos Mods, ne? Mir ist irgendwie aufgefallen, dass bei Sons of the Forest, da verwendet man ja bei Mods ja den Thunderstorm Manager, ne? Der funktioniert irgendwie gar nicht mehr bei mir. Also wahrscheinlich durch das Treiber-Update. Aber ja, als ich da letztes Mal den irgendwie anmachen wollte, oder ja, was ist anmachen? Ich wollte da irgendwie mal reingehen. Das ging halt nicht, ne? Also das Ding ist irgendwie total im Arsch gewesen. Also es muss irgendwie am Treiber-Update oder sowas gelegen haben, vermute ich mal, dass der nicht mehr funktioniert. Ah ja, dann lade ich ihn halt irgendwann nochmal neu runter, ist doch kein Problem. Da ist halt nur die Frage, wann, ne? Naja, mal gucken. Irgendwann demnächst mal wieder. Naja, bestimmt, wenn man wieder Lethal Company oder sowas spielt. Ja gut, dann brauche ich den. Aber jetzt so für Sons of the Forest brauche ich den jetzt eigentlich jetzt nicht wirklich dringend. Momentan. Ja. The Forest gibt's beim Thunderstorm Manager mit Mods nicht. Das muss man noch klassisch mit Mod-API machen. Ja gut, aber da gab es ja irgendwie auch Probleme letztes Mal bei mir.
Das ist schon wie ganz interessant, das Ganze. Und auch ganz interessant, wie viele Lurche hier rumrennen. Ja, die wollen, glaube ich, sehr gerne mal auf dem Grill landen, glaube ich. Ich kann auch keine eingeborenen Schrei oder sonst was hören in der Ferne. Ja, da merkt man noch, es ist recht ruhig hier. Aber das kann sich so, sowieso bald ändern. Müssen wir noch ein bisschen Geduld haben. Warte mal, ich mache da, glaube ich, schon mal eine Tür gleich hin. Nicht, dass ich das vergesse. Ja, was heißt es wieder? Ja, ich muss die Wand da wieder abreißen. Also heute ist echt ein kattiger Tag. Ja, heute müssen wir echt mit einem Hole Cutter hier arbeiten. Gefühlt. Ja, okay, es waren jetzt nur zwei Male, aber ja, trotzdem. So, ich glaube, der Typ kann doch mal einen Snack vertragen. Warte mal. Ja. Immer rennen damit. Hier oben würde ich ja noch so ein, ja, ich weiß gar nicht, einen Stein oder einen Holzzaun hinmachen. Knochenzaun, ja, weiß nicht, irgendwie. Weiß ich, bin jetzt nicht so ein großer Fan von dem Knochenzaun, muss ich sagen. Stimmt ja, ich glaube, in Sons of the, nee, ja, in Sons of the Forest gibt es gar keinen Knochenzaun, fällt mir ein. Ja, stimmt. Die gibt es ja nur hier. Aber, ja, ein wirklich großer Fan. Oh. Ah, verdammt, schade. Aber ein wirklich großer Fan von dem war ich noch nie gewesen. Ich habe den eigentlich noch nie wirklich gebaut. Da war schon wieder ein Lurch. Da ist er wieder. Ich glaube, ich habe den vielleicht mal zwei, drei Male gebaut, aber danach, glaube ich, nie wieder. Ja. Ich glaube, ich verwende mal Steine dafür. Da müssen es ja dann. Ja, was denn, sollten wir uns dann. Wir sollten uns, glaube ich, dann lieber nochmal die Steintasche machen, ne? Da muss ich halt nochmal gucken, was die kostet. Ich vergesse es immer wieder. Ja, egal wie häufig ich die schon gemacht habe, ich vergesse immer wieder, was man dafür nochmal braucht. Ich glaube, Wildschweine oder so. Ich muss da nochmal nachgucken. Ich vergesse es immer wieder, auch wenn ich das Ding schon ein paar Male schon gemacht habe. Das kann man sich irgendwie nie wirklich merken. Ja gut, du craftest dir das Ding ja auch nur einmal pro Staffel, ne? Und danach ja gar nicht mehr. Das war, glaube ich, das Ding. Ja, da kann man ja auch verstehen, warum man das dann irgendwann mal vergisst, denn. Na gut, wir haben ja nur Lurchhaut im Inventar. Könnten wir zum Beispiel für Stealth Armor verwenden? Warte mal. Wie viele Blätter haben wir denn? Was ist das ganz ehrlich? Wir machen mal Stealth Armor. Das haben wir so gut wie noch nie gemacht. Da machen wir mal so eine Folge so richtig undercover. Denn sehen uns die Herren nicht mehr, glaube ich. Oder wenn er nur noch ganz schlecht. So. Man könnte eigentlich von hier aus auch eine Seilbahn bis zum, bis zur Klippe dort vorne hin machen. Das habe ich schon mal gemacht, privat mal früher. War eigentlich ziemlich cool gewesen. Das könnten wir machen. Hätte ich voll Bock drauf. Boah, ich sehe es wieder so kommen in Folge 30 oder so bauen wir diesen gigantischen Turm wieder, ne? Ja, das könnte sein. Na gut, wir müssen den erstmal noch finden, den Bauplan. Dafür müssen wir nochmal in die Tauchergerätehöhle rein. Was auch ein Riesenspaß wird. Ja, mal gucken, welche Höhle wir denn so danach angehen werden. Da kann man sich ein bisschen aussuchen. Ja, weil da musst du halt nicht so eine feste Reihenfolge wie bei Sons of the Forest machen. Hier kannst du ja wenigstens noch ein bisschen variieren, weißt du? Also hier kannst du noch durch. Also durch fast jede Höhle eigentlich so durchstreiten, ne? Bei Sons of the Forest muss halt immer so eine Reihenfolge halt meistens immer gehen. Ja, gut, bei der Spitzhackenhöhle und der Riesenhöhle, da kannst du, ja, wenn dann auch suchen, aber. Du musst halt den ganzen Rest vorher schon. Also sollte man schon erledigt haben. Also ohne das Tauchergerät geht dem was nix.
Sagen wir es mal so. Also halt wirklich so, ne? Du gehst halt wirklich immer in Reihenfolge. Also es ist Tauchergerätehöhle, dann, oh, Moment. Scheiße. Ups. Der ist gar nicht auf die drei. Ja, dann Survival. Dann in die Seilpistolenhöhle, dann die Schaufelhöhle und dann. Ja, kannst du ja eigentlich aussuchen, aber immer so die mal als Reihenfolge. Diese drei Höhlen. Ja gut, weil anders geht es ja auch nicht, ne? Das ist halt so die Sache. Anders kannst du die Sachen halt nicht bekommen. Aber hier in Forest 1 in dem Höhensystem, da kannst du halt immer unterschiedliche Wege gehen, ne? Kannst halt Wände aufspringen und so, dann hast du Wege in andere Höhlen frei auf einmal, ne? Das ist ja hier nun mal möglich. Ja, und sowas gibt es in Sons of the Forest ja nicht, weil die Höhen ja leider voneinander getrennt sind. Bis auf die eine große, ne? Die hat ja mehr Rein- und Ausgänge. Aber die anderen, die sind halt leider irgendwie getrennt. Was ich hier irgendwie ein bisschen schade finde. Ja, weswegen ich halt die Höhen in Forest 1 immer noch ein bisschen besser finde als im zweiten Teil. Ja, muss ich halt leider sagen. Aber ist halt nun mal so. Und ich glaube, ich habe Alkohol getrunken. Kann es sein? Ja, muss ja wohl so sein. Dass meine Energie so runtergegangen ist. Aber letzten Endes weiß ich nicht, was ich gesoffen habe. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Alter, das ganzen Tabletts, die hier rumliegen. Da muss ich mal mit meinem Butler fragen, ob er die mal wegpackt hier. So. Tja, bisher ist irgendwie noch gar kein Besuch da, also. Naja. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass heute doch keiner mehr vorbeikommt. Schade. Ich habe tatsächlich mit Besuch gerechnet, ne? Aber sieht wohl heute nicht so danach aus. Tja, da haben die Herrschaften heute nicht so wirklich Bock auf uns. Schade. Na gut, dann halt. Ich wollte schon sagen, morgen, nee, übermorgen kommt die nächste Folge. Wechselt sich ja mit Sons of the Forest ja ab für die nächste Zeit. Das ist ja die Freitagsfolge hier. Und die nächste Folge, die kommt ja erst am Sonntag. Die werde ich aber Samstag erst aufnehmen. Schon wieder ein Lurch, guck mal. Survival. Warte. Survival. So ist richtig. Dann müssen wir den Lurch nochmal zum Trocken aufhängen. An den Kleiderständer dort vorne. Hm. 22 Baumstämme. Ja, komm, das machen wir noch. Das machen wir noch zu Ende jetzt. Was sind denn hier? Ja, hier ist noch ein Baumstamm. Aber nur ein einziger leider. Ja, das war's auch schon. Sind denn irgendwelche Herren hier anwesend? Ja, leider nein. Wir können jetzt an sich auch drüben im Dorf gucken, aber. Ah, nee, komm, lass mal. Ich dachte schon, der Koffer wäre zu. Na, das hatte mich jetzt ein bisschen verwundert irgendwie. Es gibt nur den einzig wahren verschlossenen Koffer und das ist der rosa nur da vorne. Das ist der einzig wahre Koffer hier auf der Insel. Alle anderen, ja, das sind keine wahren Koffer. So. Baumstämme noch. Naja, mal gucken. Vielleicht machen wir im nächsten Part einfach mal so eine kleine Nachbaufolge. Ja, mal gucken, weiß ich noch nicht. Ja, dann sehen wir vielleicht mal ein paar, ja, nächtliche Waldstreifen mal hier rumlaufen. Wäre bestimmt ganz interessant.
wie die nachts mit ihren komischen Taschen da mal das Wäldchen laufen. Das haben wir ja bisher noch nicht gesehen hier. Und den Sons of the Forest, naja, leider eine Seltenheit. Ja, gut. Also, ja, wobei, schon ein bisschen häufiger, aber nicht so viel wie hier natürlich. Ach, da. Ja, die reichen nicht. Ich glaube, da muss ich vielleicht nochmal einen Baum fällen. Mal gucken. Ach, pack die einfach da rein. Ist es auch egal. Einfach da reinpacken. Warte mal. Oh, so geht's auch. Da müssen wir nicht mal reinrennen. Einfach da ran springen. Dann geht's auch. Oh, easy peasy, ne? So geht es. So und nicht anders. Kling. So. Sowieso mal natürlich. Ja, so mal geht er noch bis nächste. Ja, bis nächste Woche weiß ich noch nicht, welchen Tag. Könnte, glaube ich, ein Freitag oder so sein. Da muss ich mal nachgucken. Ich habe noch nicht alle Folgen hochgeladen. Und für Banker wird frühestens am, ja, 17. weitergehen, denke ich mir mal. Vorher nicht. Also habe ich nämlich das Wochenende nochmal Zeit, das dann aufzunehmen. Und vielleicht können wir das auch endlich mal durchspielen, ne? Weil bei Banker geht das so scheinbar ja ein bisschen kürzer als andere Frictional Games. Games. Naja, mal schauen. Ah, zwei Baumstämme noch. Und dafür müssen wir natürlich extra nochmal einen Baum fällen. Das war so klar gewesen. Sonst war es eigentlich mal nur für einen Baumstamm, jetzt sind zwei. Oh, nee. Natürlich wieder nur für den letzten Baumstamm müssen wir extra nochmal einen Baum fällen. Das war, ja, das ist typisch Forest 1 wieder, ne? Immer für den letzten Baumstamm von irgendeinem Bauprojekt muss man immer nochmal einen Baum fällen. Das ist so typisch Forest 1 einfach nur. Das war schon immer so gewesen. Das hat sich einfach bis jetzt immer noch nicht geändert. Eieiei. Habe ich mir schon gedacht. Huch. Da fliegen die Koffer erstmal schön in den Himmel. Oh, guck mal, wie dunkel das da hinten aussieht. Das ist der richtig dichte Wald da hinten. Da ist es richtig dicht und dunkel. Ja, vielleicht können wir dann auch mal dahin. Mal gucken. Alter, mal diese Geräusche hier, ey. Ja, dann, warte mal, ich häng mal die Dinger nochmal zum Trocknen auf. Ja, mehr haben wir nicht. Und dann fresse ich nochmal schnell was. Ja, das war's dann wohl für heute. Ohne Besuch scheinbar. Hätte ich jetzt nicht gedacht irgendwie. Aber vielleicht ist der Besuch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Mal gucken. Und ich hoffe, ihr seid auch wieder beim nächsten Mal mit dabei. Wenn es weitergeht bei Le Forest. Da würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal und tschüssi.